Hallo, liebe YouTube-Freunde, ich wollte heute ein kleines Video machen über meine Farbgele, wie ich die aufbewahre. Ich war nämlich heute bei IKEA und habe mal, weil ich in der Gruppe ja gesehen hatte, dass einige von euch hier so eine Einleger geholt haben von diesen Bilderrahmen, Ständern, Sortierer, und die wollte ich euch jetzt mal zeigen. Ich habe ja jetzt hier auch eine IKEA-Kommode, diese ganz normale. Und da habe ich jetzt die Dinger drin. Das finde ich total genial. Ich zeige euch das mal von oben. Hier habe ich jetzt meine ganzen Gele einsortiert. Und hinten ist so ein kleiner Spalt gewesen. Da passe jetzt nichts mehr hinter, weil die großen Tickelchen von diesen Judyfine Farbgelen, die passen nicht in diese rein. Die normalen Modelage-Gel übrigens auch nicht. Jetzt habe ich mir 3 Stück davon geholt, jeweils, und die sind bis hier eine Größe, und die andere Größe habe ich dahinter gemacht und habe mir hier das sieht man nicht, aber da habe ich mir das zusammengeklebt. Ja, fand ich ganz cool, finde ich richtig genial. Und was ich dazu sagen müsste, viele gehen hin und nehmen sich das einfach. Ich zeige euch das jetzt nochmal in leer. So sieht das bei mir hier noch in leer aus. Da kommen jetzt meine anderen 9, die ich noch zugeschickt kriege, rein. Hier ist meine Glitzerecke und so. Okay, weil ich hatte da die Dame von IKEA gefragt, die da arbeitet, und die hat mir gesagt, dass viele einfach zu dem Bilderrahmen hingehen, gucken und sich die einfach rausnehmen. Also das sollte man auf keinen Fall machen, zum Beispiel bei uns in Hamburg nicht. Weil da waren die echt schon sauer drüber, dass sie alle kommen und sich die einfach rausnehmen. Da muss man schon fragen, sagt sie, weil die ja nur mal für die Bilderrahmen zum Halten sind, damit sie sich nicht verziehen. Und wenn einfach Leute die Bilderrahmen umräumen oder oben drauf legen, nur weil sie so eine Kästen haben wollen, das finden die also nicht so witzig. Und wenn wir das so weitermachen oder andere das so weitermachen würden, dann wird es die bald wahrscheinlich überhaupt nicht mehr geben. Und das würde ich ziemlich schade finden. Deswegen finde ich das schon wichtig, dass ihr dann auf jeden Fall fragt nach diesen Bilderrahmen, Abstandhaltern oder so heißen die. Ich habe mir auf jeden Fall jetzt ein paar besorgt. Bin ich auch voll stolz drauf. Ihr seht ja, es sieht jetzt viel geordneter aus. Es gehen 10 Stück in eine Reihe. Genau 10 Stück jeweils immer. Und das finde ich auf jeden Fall richtig genial. Ja, also meine Buschmann-Gele kennt ihr ja sowieso schon. Denn ist da drin Online-Hard, Nails.de und Magno-Nails. Also, und es kommen jetzt auch noch Nails Factory, Nails Factory gar nicht, Nails Fun Shop kommt, glaube ich, jetzt noch dazu und alles. Ja. Und dann ist das hier mein kleiner Tisch. Guck mal, mein eiskaltes Händchen. Sag mal hallo. Hier, mein eiskaltes Händchen habe ich hier. Dann habe ich hier so meinen Tisch und hier ist so meine Absaugung drunter. Das mache ich jetzt mal neu nach jedem Kunden. Kommt da eine neue Serviette drauf. Ich habe die auch bei IKEA geholt. Das sind die ganz großen. Die finde ich also ganz cool. Meine Lampe. Die habe ich hier selber unten, weil das immer so dreckig geworden ist, weil ich da was draufgestellt habe, habe ich mir die jetzt mit Gel selber überzogen. Ja, meine Airbrush-Sachen. Mein toller Fräser, da werde ich aber noch ein extra Video zu machen. Das ist jetzt der Marathon 2, es gibt aber jetzt Marathon 3. Ja, dann habe ich meine Modellage-Gele in meinem Tisch. Also einmal von Buschmann und einmal ja von Zartgefühl. Das Video hatte ich euch, da hatte ich schon ein Fazitvideo von gemacht. Ja, meine Lampen sind hier unter dem Tisch drin, links und rechts, genau. Hier habe ich dann so meine Stempellacke, meine Pinsel habe ich hier drin und meine Stempel natürlich von Muju. Meine Handcreme, Desinfektionsmittel, was ganz wichtig ist. Dann habe ich hier meinen Glitzer noch so den größten Teil drin. Habe ich da unten noch einen Schrank. Wir lüften jetzt mal den Schrank. Hier habe ich jetzt Dauerblock drin. Entschuldigung, weil es ein bisschen laut wurde jetzt. Hier habe ich dann so meine Airbrush-Schablonen, Nagellackkiste. Und alles, was man so braucht. Da unten sind meine Handschuhe, meine frischen Feilen und Buffer. Ja, also das ist so das, was ich habe. Dann habe ich hier oben noch, hier noch drin, habe ich noch gar nicht richtig eingeräumt, meine Nagelöle. Die stehen hier hinter noch, meine Handcremes und natürlich meine Acrylmalfarben. Dann habe ich hier oben, immer diese Glasscheiben, ne? Da habe ich hier oben halt mein Bäumchen, weil ich ja auch ein bisschen Schmuck selber mache, so. Habe ich jetzt hier hängen. Dann meine Präsentationsdisplays mit Tipps, die ich dann so gemacht habe. Da ist noch ein Lehrer. Meine Zertifikate oben drauf. Ja, meine Kasse und dann halt meine Kommode mit den Gelen drin.
Achso, meine Rumpelkiste unten. Kann ich euch auch nochmal zeigen. Hier habe ich so meinen Fotostoff drin, wenn ich Bilder mache. Hier habe ich so meine Schwämmchen. Diese Schwämmchen für die Schwammtechnik habe ich jede Menge. Dann meine Kassenrollen, mein Cleaner, Aceton und alles, was man braucht, so Paletten. Und das habe ich alles so unten drin. Ja, dann ist hier so meine Kaffee-Ecke. So mit Tee und all sowas. Mein Stativ müssen wir jetzt nicht angucken. Meine kleine Vitrine mit meinen Zartgefühlsachen, nochmal Duftölen und so Ringchen. Ja, und dann halt hier mit meinen tollen Postern und so. Ja, also das ist so mein Arbeitsplatz, der jeden Tag auch ordentlich gereinigt wird. Ja, dann habe ich hier heute mal ein schönes Duftlämpchen stehen mit Weihnachtsduft. Ich bin ja schon voll auf Weihnachten eingestellt. So mein Eingangsbereich. Hier nochmal eine Wand. Ja, das sind so meine Hauptsache für draußen, mein Schild. Das sind so Sachen, die ich halt im Moment so hier in meinem Studio habe. Hier, das ist mein kleiner Kompressor, falls das jemanden interessiert. Mein Müll jetzt bitte nicht beachten. Mein kleiner Kompressor für Airbrush. Weil viele ja immer sagen, ja, man braucht so ein teures Ding und so. Ich habe mir das günstige gekauft und für meinen Studioalltag reicht das auch definitiv. Ja, meine Absaugung ist so mit so einem Beutel. Ich hoffe, ihr könnt es jetzt hier sehen. Das ist so ein Beutel und so. Damit bin ich auch ganz zufrieden. Man sollte den Beutel natürlich nicht zu voll werden lassen. Dann ist das schon ein bisschen wieder was anderes. Ja, hier sind dann halt meine Pinselchen drin. So alles so mein Malpinsel mit so einem Bauch. Und 3D-Pinsel und mein Pro-Pusher und mein Dehydrator-Primer, all sowas. Ja, das ist so mein Studio. Mein Bürstchen hier, mein Ding. Das ist so mein Studio. Ja, immer mal wieder was Neues kommt dazu. Das kennt man ja selber. Man räumt ständig doch irgendwie mal um und kommt was Neues dazu. Aber ich kann euch definitiv empfehlen, diese Setzkästen von IKEA. Die sind total genial. Fand ich auch richtig gut. Nur, ich weiß nicht, ob ich da jedes Mal hinrennen würde, um mir neue zu holen. Jetzt finde ich die ganz gut und die reichen auch erstmal aus. Einen habe ich sie ja noch komplett leer. Mal schauen. Ja, aber wichtig ist halt, dass ihr bitte fragt und die nicht einfach nimmt. Weil sonst wird IKEA wahrscheinlich immer echt sauer und wir kriegen dann gar keine mehr geschenkt. Ja, so, das war jetzt so viel dazu, zu meinem Studio und ja, alles, was so dazugehört. Und ich hoffe, euch hat der kleine Rundgang hier gefallen. Und dann würde ich einfach sagen, wenn ihr Fragen habt, stellt sie ruhig in die Kommentare oder sonst, was ihr wissen möchtet. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, Leute. Tschüss.